Wir haben heute hier den frisch gebackenen Weltmeister Ilario bei uns. Auch von uns nochmal herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Uns haben einige Fragen erreicht und ja, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, um uns diese heute zu beantworten. Wie fühlt man sich denn als frisch gebackener Weltmeister? Ja, es ist schon ein tolles Gefühl da. Also es ist ja, ich habe ja gar nicht damit gerechnet eigentlich, weil wenn ich auf solche Wettkämpfe fahre, bin ich ja eigentlich immer so mit der Einstellung, okay, ich will da nicht verkacken, will da schon irgendwie ins Finale reinkommen, aber ich bin nie auf einen Wettkampf gefahren, wo ich gesagt habe, okay, ja, ich räume da jetzt ab und dann ist die Sache gut, gell? Mhm. Und dass es jetzt natürlich der Weltmeistertitel geworden ist, ist natürlich schon, also es ist also im ersten Moment, ist wahrscheinlich geht es vielen so, das ist so, das kommt erst so einen Tag danach irgendwie, gell? Wenn das mal so ein bisschen sackt und wenn man ein bisschen darüber überlegt, was da jetzt passiert ist und wie viele Teilnehmer da waren und du warst dann halt letzten Endes der Beste und so. Ja. Und dann weiß man auch im Nachhinein, du hast doch einiges richtig gemacht. Definitiv, bei über 50 Männern als Konkurrenz, das ist schon Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen halt auch, da waren halt mehr viele Männer dabei, die waren mal gerade halb so alt wie ich. Das hätten ja meine Söhne sein können. Ja. Ist denn der Titel der Weltmeisterschaft jetzt der emotionalste für dich oder gab es da welche, die für dich mehr Bedeutung hatten? Und weißt du überhaupt, wie viele Wettkämpfe du jetzt in dieser ganzen Zeit in den letzten Jahren schon bestritten hast? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, der Weltmeistertitel ist natürlich absolut was Besonderes. Ja. Aber mein Herz hängt halt immer noch an dem Gesamtsiegertitel von der Internationalen Deutschen Meisterschaft, den ich 2010 geschafft habe. Mhm. Das war für mich also emotional wohl das absolute Highlight an Titel. Ja, sehr schön. Wie viele hattest du denn jetzt, also wie viele Wettkämpfe in deiner Karriere? Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ich müsste echt mal bei meinen Eltern auf dem Dachboden in den Kartons rumwühlen. Die ganzen Pokale aus der früheren Zeit noch und wie viel das ungefähr sind. Ich weiß nicht, ich kann es schlecht abschätzen. Keine Ahnung. Vielleicht 40 oder so. Ich weiß es gar nicht so richtig. Geil. Aber es waren schon einige. Ja, dann hat Ilario auf jeden Fall eine Aufgabe für unser nächstes Interview. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Wettkampf erinnern und weißt du noch, wie schwer du im Vergleich warst zu heute? Was muss man da so beachten? Ja, also Unterschiede zu meinen vorherigen Wettkämpfen gab es eigentlich nicht so. Ich habe da so meinen Stil, den ich seit Jahren da auch treu bin und auf den ich auch den Standpunkt, den ich auch vertrete während dem Training. Also was für ein Training ich da mache. Ich habe keine komplizierten Trainingstechniken. Ich bin, sage ich mal, so ein absoluter Oldschooler, wie die, sage ich mal, die Insta-Community immer so die Leute nennen, gell? Ja. Und ja, und das funktioniert eigentlich bei mir sehr gut. Und ich denke mal, dass mein Körper mir auch das im Nachhinein auch recht gibt, dass ich da was richtig mache, weil so von der Muskelmasse zu erhalten, ich meine, ich bin jetzt immerhin auch schon 51 Jahre alt. Und habe aber trotzdem immer noch meine Muskelmasse gehalten. Es ist natürlich so, dass die ein oder andere Übung, wie es jetzt vor 20 Jahren, kann ich jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Aber trotzdem im Großen und Ganzen habe ich immer noch mein Training, mein Stil. Und ja, ich versuche halt immer für mich, weil ich auch alleine trainiere, so intensiv wie möglich zu trainieren. Mhm. Und habe da auch meinen Fokus. Das gelingt mir hier auch in diesem Studio hier auch sehr, sehr gut, muss ich auch sagen. Und es ist ja so, dass ich bereite mich hier alleine vor. Und das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Sache. Ja, ich wollte gerade sagen, viele bereiten sich da wirklich mit einem Trainingspartner, mit einem Coach etc. vor. Aber du bist ja dein eigener Coach. Ja, ich bin mein eigener Coach. Es ist halt so, dass man halt in der Diät gerne auch mal den Überblick verliert. Es gibt natürlich Tage, wo man Rückschläge bekommt. Und da ist es für mich auch manchmal vom Kopf ziemlich schwer, weil ich muss ja echt die Nerven behalten, weil ich habe dann keinen, den ich da anrufen kann oder schreiben kann, der mir dann sagt, komm, alles gut und morgen siehst du anders aus und mach mal dies oder mach mal jenes. Ja, wie kommst du da raus? Also was machst du so, damit du da wieder Vollgas geben kannst und dich selbst motivierst? Naja, ich habe da ziemlich, also da, weil ich das jetzt schon einige Jahre alleine mache, da ist gelernt, da ein bisschen mit umzugehen und kenne meinen Körper auch ziemlich gut mittlerweile, auch wenn er mal anders reagiert, wo ich dann weiß, okay, das kann in ein paar Stunden jetzt wieder anders aussehen oder am nächsten Tag, wo ich das beobachten muss, dass ich da reagiere. Es ist natürlich schwierig, manchmal auf Fehler selbst zu reagieren, wenn man sie analysieren muss. Ne? Es gibt halt viele Methoden, aber wie gesagt, ich habe da
bin da so ziemlich sicher mittlerweile in meiner Sache und komme da auch ganz gut zurecht. Da haben mich viele Leute gefragt, wie machst du das überhaupt? Viele total den Überblick, klar, die letzten Wochen in der Diät und so und dann noch mit der Arbeit dabei. Und, ja, da kommt immer einiges zusammen, das ist richtig. Da kommt halt einiges zusammen, wo man echt manchmal mental echt stark sein muss. Das glaube ich. Natürlich habe ich auch Momente hinter mir, wo ich gedacht habe, oh Mann, das bringt überhaupt nichts, gell? Und lass mal sein. Und dann hat man sich jetzt hin und dann überlegt man, denkt man nach und was kann da sehen? Ach ja, okay, heute war das und das, das kann vielleicht die Fehlerquelle sein und so. Aber es ist schon. Aber einerseits, andererseits macht es mir auch Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich glaube, wenn es keinen Spaß machen würde, wärst du nicht so lange dabei. Ja, richtig. Das ist halt eine Leidenschaft. Ja, man macht die für sich, man macht die fürs Herz. Und ich brauche das auch. Ja. Ich bin halt auch jetzt ist nicht so der Typ, der morgens aufsteht, zur Arbeit fährt, abends wieder nach Hause und das die ganze Woche durch und alles so aufs Wochenende verschiebt und so. Ich muss halt diese sportliche Aktivität hier haben, weil also ist das wichtig für mich. Für den Kopf, weil das auch, wenn ich im Studio bin, das sind dann so zu 2-3 Stunden, wo ich dann auch, sagen wir mal, so Probleme vergessen kann, die man so hat und Stress abbauen, obwohl ich mich auch unter Stress befinde, aber kann ich einerseits auch irgendwie ein bisschen abbauen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen, dass man das für sich selber macht und nicht für jemand anderen. Ja. Ja, es sind dann natürlich einige Leute, die kommen dann immer mal auf mich zu, die sagen dann, ja, was hast du denn davon? Was hast du denn jetzt als Preisgeld bekommen? Und das ist zu teuer, du steckst ja auch nur da rein. Und dann sage ich zu den Leuten immer, Leute, ich mache das nicht aus finanziellen Gründen, ich mache das für mein Herz. Das ist für mich, ich mache das für mich, weil mir das Spaß macht. Ja. Und ich weiß, dass ich da Geld investiere und Geld mitbringen muss. Aber das macht man mit anderen Hobbys auch. Wenn ich Motorrad fahren gehe, dann muss ich auch neue Reifen kaufen, Inspektion machen, tanken. Ich stecke da auch Geld drin. Aber dann frage ich ja auch nicht, was kriegst du davon zurück? Genau, das ist richtig, ja. Ja. Ja, definitiv. Wir haben ganz viele Fragen bekommen zu deiner Story, die wir gesehen haben. Thema Meal Prep auf Reisen. Ah ja. Ja, da wurden wir ganz oft zu angeschrieben. Hast du da Tipps für uns alle? Also das war ja, ihr habt sicher gesehen in Ilarios Story, als er zu seinem Wettkampf nach Spanien geflogen ist. Erzähl doch mal davon. Ja, es ist halt so, ich habe ja jetzt schon international einige Wettkämpfe gemacht, also bin oft schon geflogen und es ist halt immer so eine Sache mit dem Gepäck. Ja? Ja. Wenn man jetzt, es ist ja so, dass man muss sich ja registrieren zum Wettkampf, dann muss man halt 2 Tage vorher da sein und das ist ja genau die Zeit, wo man dann versucht zu entwässern. Ja. Man hat die Kohlenhydrate stark eingeschränkt, dann muss man die Kohlenhydrate wieder reinführen in den Körper. Dieses sogenannte Aufladen. Und dann hat man dann natürlich auch ziemlich an Gepäck an dabei. Oh ja. Und das ist auch lästig unterwegs. Ne? Und vielleicht die ein oder anderen, die haben ja, oder die mehrere haben das in der Story gesehen. Ich habe das diesmal mit den Tütchen da gemacht. Letztes Mal habe ich das mit so Alufolie gemacht. Das war okay, war aber nicht ganz so das Optimale. Und dann habe ich jetzt diese Zipverschlüsse, diese Tütchen genommen. Und habe da halt meine genau abgewogenen Meals reingepackt und die dann immer mit etwas Flüssigkeit, also mit Reismilch in dem Moment, aufgegossen, dass ich da so wie so einen indischen Pudding dann hatte. Ja. Und danach war halt, sage ich mal, hatte ich dann nur ein kleines Mülltütchen gehabt für den gelben Müll. Ja, entsorgt, CO2-neutral. Und ja, somit hatte ich dann mein Handgepäck eigentlich nur. Das war mein. Gefüllt mit Essen. Ja, gefüllt mit Essen halt. Und das wurde auch dann immer angenehmer, wurde halt immer leerer leichter. Und also halt auch immer mehr Platz. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp, den ihr euch da abgucken könnt, weil natürlich auf Reisen ist es immer schwierig, mit euren Tupperdosen oder den Glasdosen die mitzunehmen, weil die müsstet ihr ja dann auch genauso wieder mit zurückschleppen. Und so. Ja, wird das Gepäck immer leichter. Wenn ich noch dazu erwähnen darf, wenn sich der ein oder andere fragt, ja, der hat doch bestimmt auch Fleisch gegessen, so, ne? Und bei der Hitze, also ich hatte da in jedem Beutel hatte ich da mein Gehacktes drin, mein Rindergehacktes gehabt. Dann habe ich dann natürlich einen Tag vorher alles vorbereitet und habe die tiefgefroren. Okay. Ja, also das Rinderhack war halt tiefgefroren und hat sich dann im Reiseverlauf in der Zeit wurde es angetaut und durch die Flüssigkeit, die ich dazugegeben habe, hat sich das dann sehr angenehm essen lassen. Das ist natürlich alles kein Festtag schon aus.
Das ist halt einfach eine Sache, die muss halt einfach wirken. Das muss dann für den Wettkampftag passen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es jetzt auch vom Geschmack gar nicht so schlecht. Weil da waren noch ein paar Beeren dabei, solche Sachen. Das hat das Ganze ein bisschen süß gemacht. Ja, also ganz so schlecht sah es nicht aus, muss ich sagen. Ja, also man kann da schon ein bisschen was machen. Aber letztendlich ist es ja auch das Essen, was man in der Vorbereitung isst oder generell, wenn wir unser Meal Prep vorbereiten. Und es ist halt einfach nur nicht so schön anzusehen. Aber ich sag mal, ich glaube, das ist am Flughafen nicht so wichtig, dass es gut aussieht. Es muss funktionieren. Ja. Und das ist das Wichtigste. Genau, so ist es. Viele von euch interessiert mit Sicherheit, wie denn so ein Alltag eines Weltmeisters aussieht. Kannst du uns sagen, wie sieht dein Training, wie sieht deine Ernährung aus? Naja, ich denke mal, es sieht nicht viel anders aus wie bei allen anderen auch. Ja, ich habe halt morgens meine Meals vorzubereiten, dann mein Frühstück. Ich bin jemand, ich trainiere vormittags. Mhm. Das mache ich auch am liebsten so, das passt mir auch sehr gut. Und es ist eigentlich, ich trainiere 5-mal die Woche, gehe dann vormittags ins Studio und danach sofort nach Hause, dann duschen, umziehen, dann habe ich dann mein Post-Workout-Meal und anschließend fahre ich dann in mein Geschäft. Ich glaube, einige wissen wahrscheinlich, dass ich einen Eiskaffee habe und selbstständig bin mit einem Eiskaffee. Ja, und da wartet dann halt auch die Arbeit schon auf mich. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich vom Bodybuilding lebe oder jetzt vom Weltmeistertitel lebe. Das ist absolut nicht so. Gell? Das ist halt, da ist halt der Tag ist schon eigentlich völlig ausgeschöpft. Mhm. Ja. Wie ist es denn so, den ganzen Tag vor dem Eis zu stehen? Kannst du dem ganzen Stand halten? Also die Frage, die komme ich so oft gestellt, auch auf den Wettkämpfen, fragen mich die Leute mal, wie machst du das bloß? Du verkaufst Eis und kommst mit so einer Form hier an und so. Aber ich glaube, das ist halt so, wenn man fast 20 Jahre damit arbeitet, das ist halt auch die Gewohnheit. Mhm. Natürlich probiere ich auch mein Eis. Mhm. Ich muss ja auch schauen, was ich den Leuten so anbiete. Das ist richtig, ja. Aber ich kann mich da schon gut beherrschen. Bei mir ist es eigentlich so in der Diät, wenn ich Gelüste habe, dann ist es bei mir so auf salzige Sachen. Okay, also kommt da das Eis gar nicht so? Ja, also das ist eigentlich gar nicht so. Ich habe dann wirklich so Lust auf salzige Sachen. Mhm. Ich sehe dann so kinomäßig überall Pizzen rumfliegen und solche Sachen. Ja, solche Untertassen als Pizza. Ne? Solche Sachen, da muss ich halt aufpassen. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein super geiles Bild im Kopf von dir. Ja, ne? Mit den Pizzen um dich herum. Ja. Da wieder ein UFO, Genau. Ja, so ungefähr ist das. Gell? Also mit dem Eis geht eigentlich ganz gut. Ja. Okay, sehr schön. Ja, was hast du denn noch so für die Zukunft geplant? Ja, ich habe jetzt erstmal, also das war ja jetzt der letzte Wettkampf am 1. Juni. Ich habe ja eigentlich schon überzogen. Mhm. Ich wollte ja eigentlich schon 3 Wochen vorher die Saison beenden. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja, schon. Mhm. Wirklich. Und ich mache jetzt mal eine Pause, also so ein bisschen Regenerationsphase. Und habe dann im Herbst gestern mir 3 Termine ausgesucht, die ich dann gerne wahrnehmen möchte. Schön, dann werden wir also noch viel von dir sehen dieses Jahr. Ja, also ich werde dranbleiben. Also so, natürlich immer vorausgesetzt, dass meine Gesundheit damit spielt. Ja, ganz wichtig. Die behalte ich natürlich auch im Auge mit Blutbildern und solchen Sachen. Und wenn ich da grünes Licht habe, dann werde ich natürlich auch versuchen, die Termine dann im Herbst wahrzunehmen. Hm. Sehr schön, da werden wir dich mit Sicherheit auf dem einen oder anderen Wettkampf begleiten und auch sehen und das Ganze schön. Natürlich auch mit euch teilen. Ja, das wäre auch schön. Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch im Alltag sind Supplemente immer eine super Unterstützung. Ilario, was sind denn deine Lieblingsprodukte unserer Eigenmarke Engel Nutrition? Also das habe ich jetzt schon jahrelang im Programm. Bocknahrung Engel ist ja auch mittlerweile schon über 10 Jahre mein Sponsor. Und alle Wettkampfvorbereitungen oder Off-Season begleiten mich immer Glutamin, EAAs, Kreatin, Whey-Protein und Clusterdextrine von Sportnahrung Engel. Das kann ich wirklich nur empfehlen, auch von der Verträglichkeit her, von der Qualität sowieso. Und damit fahre ich sehr, sehr gut und dann bin ich auch sehr, sehr froh mit dem Produkt. Sehr schön. Die Produkte findet ihr übrigens auch bei uns im Shop auf der Seite sportnahrung-engel.de
Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach immer gerne. Wir geben euch auch gerne Tipps. Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Was könntest du denn unseren Newcomern mit auf den Weg geben? Hast du da noch ein paar Tipps? Ja, also mir fällt halt besonders immer auf, in diesen Zeiten von Instagram und Reels und den ganzen, als wird das Bodybuilding wird einfach viel zu viel verkompliziert. Okay. Derzeit. Es gibt einfach viel zu viele Trainingstechniken und Trainingspläne mit x Quadrat plus b Quadrat minus irgendwas. Es ist, ich kann es immer nur wieder betonen und die ganzen Oldschooler, also Freunde von mir, Thomas Scheu und Konsorten, geben da alle recht. Also wir sind uns da alles einig. Ja, man muss halt, wenn man im Studio ist, intensiv trainieren. Es ist auch völlig egal, ob ich jetzt mit dem Brusttraining mit Bankdrücken anfange oder ob ich das Bankdrücken zum Schluss mache oder trainiere davor Arme. Mhm. Ich sage das jetzt einfach mal so, obwohl jetzt wahrscheinlich einige sagen, um Gottes Willen, wie ist denn der drauf? Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nur, die wichtigste Rolle spielt in dem Moment, wo es passiert. Mhm. Das muss halt intensiv sein. Und ich habe da, sage ich mal, so einen Spruch für mich ausgedacht. Ich glaube, der ist eigentlich ganz zutreffend. Also alle zählen Wiederholungen, aber nur die Champions machen bis zur letzten Wiederholung. Okay. Ja, und vielleicht wissen einige oder mehr einige, was ich damit meine. Es macht keinen Sinn, wenn ich eine Übung bis 10, 12 Wiederholungen abzähle und lege die Handeln dann ab. Ja. Die 10., 12. Wiederholung, die muss eigentlich so kommen, dass man sie fast gar nicht mehr zählen kann. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, das wird oft nicht mehr so gemacht, weil es ist halt anstrengend, ja. Man kann sich dabei auch mal wehtun, das ist halt einfach so. Ja. Aber ich denke mal, in jedem Studio gibt es auch irgendwo mal jemanden, der mich schon mal kurz dahinter stellen kann und mal 2, 3 Wiederholungen mitmachen kann. Und das sind die wichtigsten. Ja. Also das ist meine Meinung. Ja, man kann sich auch heutzutage einen Trainingspartner suchen, der einen filmt, dass man sich das im Nachgang gemeinsam anschaut und sich kontrolliert. Oder man nimmt sich einfach einen Coach, macht mal ein Personal Training und dann ist man mit Sicherheit in guten Händen und wird unterstützt. Ja, genau. Sehr schön. Ilario, vielen lieben Dank für das Interview und die ganzen wertvollen Tipps. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem Training und euch auch ein gutes Training. Bleibt stark.